Ja, dann begrüßen wir ganz herzlich zur bereits dritten Veranstaltung in der Reihe Geschichte und soziale Arbeit, Perspektiven einer geschichtssensiblen Arbeit hier an der Fachhochschule Potsdam zusammen mit dem Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin Friederike Lorenzinali und zusammen mit Gudrun Perk und Marina Czerniewski organisieren wir diese Veranstaltung. Und heute freuen wir uns sehr, Klaus Melter von der Fachhochschule Bielefeld als Referent begrüßen zu dürfen. Ich würde Sie auch gleich vorstellen, und zuvor werden meine Kolleginnen kurz noch mal was zu unserer Veranstaltung, also zu der Ringvorlesung insgesamt sagen, zu unserer Idee dahinter und auch welche weiteren Vorträge nach heute noch folgen. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich bin sehr froh, dass doch so viele Teilnehmende den Weg zu unseren digitalen Ringvorlesungen gefunden haben. Frau Lorenzina hat schon angedeutet, dass es um eine geschichtssensible, sensitive soziale Arbeit geht. Diese Verbindung zwischen geschichtssensibel und soziale Arbeit, die geschichtssensibel und sensitiv sein muss, als sozusagen ein Merkmal der Profession. Ich glaube, soziale Arbeit hat ja immer mit Geschichte zu tun. Wir haben alle etwas mit Geschichte zu tun, sowohl individuell als auch kollektivbiografisch und auch hier in den jeweils wichtigen Gruppen, Zugehörigkeiten, die auch noch ein Teil unserer Identität, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten ist. Und uns war sehr wichtig, sozusagen eine Reihe anzulegen, gemeinsam, auch eine erste gemeinsame Reihe, die diesen Aspekten Raum und Zeit gibt und dieses Verhältnis schafft zwischen der Geschichte und sozialen Arbeit. Und da geht es nicht nur um die Geschichte der sozialen Arbeit, was sozusagen dann als erste Assoziation in den Sinn kommt, sondern darum, in welcher Beziehung Vergangenheit und Gegenwart der sozialen Arbeit zueinander steht und was uns als Individuen und eben auch in unseren Berufen prägt. Das Kompetenzzentrum ist ein Institut für Bildung und angewandte Forschung in enger Kooperation mit der Fachhochschule in Potsdam. Der Forschungsbereich ist so angelegt, dass wir gemeinsam unsere Forschungsprojekte anlegen. Und auch das war ein Grund, warum wir diese Ringvorlesung als sogenannten Transfer- und Dialograum so angelegt haben. Genau. Und an dieser Stelle gebe ich gerne an meine Kollegin Frau Perko. Ja, bevor wir Sie, Herr Melter, vorstellen und wir Ihren Vortrag lauschen dürfen, möchte ich gerne einen Rückblick und einen Vorblick geben. Wir hatten schon zwei Vorlesungen. Die erste begann mit Alexandra Schmidt-Wenzel. Hallo Alexandra, ich sehe, du bist auch da. Mit Zwang und Beschämung zur sozialistischen Persönlichkeit, eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Spezialheime im Jugendhilfssystem der DDR und dem Stand ihrer Aufarbeitung. Und wir hatten schon einen Vortrag von Aaron Schuster, die Geschichte und Gegenwart der jüdischen sozialen Arbeit. Wer nicht teilnehmen konnte, findet diese zwei Vorträge auch im YouTube und kann sie also nachhören und nachsehen. Nach dem heutigen Vortrag geht es weiter mit Aysun Dokmus, Geschichte, Geschichten der Migrationsgesellschaft und das Feld der sozialen Arbeit. Danach kommen Lea Carola Czollek, hallo Lea, du bist auch da, sehe ich, und Hamse Bütücü mit dem Thema Antiromaismus, Antisintiismus, Geschichte, Kontinuitäten, Diskriminierungsrealitäten und die Rolle der sozialen Arbeit. Und dann kommt ein Vortrag, Marina Czerniewski, du bist ja auch hier heute, und Friederike Lorenz-Sinai mit dem Thema Kontinuitäten und Auswirkungen deutscher Gewaltgeschichte, Geschichten in der sozialen Arbeit am Beispiel des Antisemitismus. Und als Abschluss ein Vortrag von Romina Wiegemann mit dem Thema Die Thematisierung der Shoah in frühkindlicher Bildung und Erziehung, eine antisemitismuskritische Perspektivierung. Also weitere Vorträge, wo wir Sie jetzt schon sehr herzlich einladen und vielleicht gleich jetzt dazu gesagt, es gilt dann die gleiche Zoom-Einladung, also der gleiche Link. Und damit gebe ich gerne an dich, Friederike, weiter. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt kurz
ein paar Aspekte aus Ihrer sehr breiten wissenschaftlichen Biografie hervorheben, Klaus Melter, die uns vielleicht auch nochmal besonders wichtig erschienen für die Veranstaltung hier. Vielleicht möchten Sie aber auch gleich noch selbst was ergänzen. Tatsächlich ist mir Klaus Melter vor allem bekannt oder sehr früh bekannt geworden aus der Studie Rassismuserfahrung in der Jugendhilfe, eine empirische Studie zu Kommunikationspraxen in der sozialen Arbeit von 2006, weil das meines Wissens eine der ersten Studien war, in der Rassismus in der sozialen Arbeit, also in Profession und Disziplin an einem bestimmten Handlungsfeld untersucht wurde. Mittlerweile gibt es mehr in dem Feld, aber es war, glaube ich, die erste bekanntere Studie, auf die sich auch viel bezogen wurde. Klaus Melter forscht sehr breit, sehr viel rund um die Themen Rassismus, Diskriminierung, Zugehörigkeiten in historischer Perspektive, in Gegenwartsperspektive, passend auch zu seiner Professur an der Fachhochschule Bielefeld, zur sozialen Arbeit in der Migrationsgesellschaft und ist dort aktuell unter anderem mitwirkend in der Forschungsgruppe zu Bielefeld und Bethel im Nationalsozialismus, wo Krankenmorde in diesem Zusammenhang untersucht werden. Das nur als einige Aspekte, die mir jetzt besonders nochmal aufgefallen sind in Bezug auf die Veranstaltung hier. Wir haben Sie angefragt wegen Ihrer Auseinandersetzung mit Hermann Nohl, Ihrer kritischen Auseinandersetzung, und freuen uns besonders auf diesen Vortrag. Wir haben uns eben auch nochmal darüber ausgetauscht, wir drei, weil eben dieser kritische Blick auf die Theorien Nohls, der ja so selbstverständlich grundlegend rezipiert wird in vielen Folgetheorien sozialer Arbeit, aus unserer Sicht oft fehlt. Und wir freuen uns sehr, dass wir Sie hier gewinnen konnten für die Veranstaltung. Ich würde Ihnen jetzt gleich das Wort übergeben. Es wäre dann so, dass Klaus Melter uns erzählt aus seinen Analysen. Bis zu einer Stunde Zeit haben wir dafür vorgesehen. Sie können ja gucken, wie Sie die nutzen möchten. Und danach gibt es Möglichkeit für alle Anwesenden, Fragen zu stellen oder vielleicht auch nochmal Gedanken zu äußern. Und ja, wir freuen uns sowohl auf den Vortrag als auch auf die anschließende Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie hier sind heute. Ja. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Begrüßung. Es freut mich und ehrt mich, dass ich in dieser klugen, wichtigen Reihe zu Wort kommen darf. Ja, ich hoffe, dass die Ausführungen sowohl Einblicke in das Werk von Hermann Nohl wirken, als auch durch eine kritische Perspektivierung allgemeinere Fragen, auch an andere Fragen der sozialen Arbeit, an Theorien sozusagen ermöglicht. Ich halte mal den Bildschirm frei und dann werde ich sozusagen inhaltlich beginnen. Was mache ich? Hier muss ich wahrscheinlich Sprecherinnenansicht, oder ich mache das mal an die Seite hier. Okay. Gut, das oben geht hoffentlich gleich weg. Okay, ich hoffe, dass das oben weggeht, das Zeichen. Genau, also es geht um eine Analyse der gewaltvollen Theorie von Hermann Nohl. Und beginnen möchte ich mit einem Zitat von Manfred Kappeler, der im Kontext sexualisierter Gewalt die Frage stellt, ob es sich in früheren Zeiten und aktuell bei real, physisch, sexualisiert, seelisch ausgeübter Gewalt von Pädagoginnen gegen Adressaten nicht ausschließlich um Verfehlungen, Gesetzesübertretungen und gegen Ethikstandards der sozialen Arbeit verstoßende Gewaltpraxen handelt, sondern ob diese Gewalt nicht in einigen Theorien sozialer Arbeit eingelagert ist. Also gibt es in Theorien sozialer Arbeit Erklärungsmuster, Perspektivierungen, Argumentationen, die Gewalt befürworten gegen bestimmte Gruppe oder Gewalt zulassen. Und es war an der Hochschule Esslingen, dass eine Kollegin einen Text durchgesehen hatte und wir haben den gemeinsam besprochen und die Kollegin Dagmar Beinsker meinte, es ist doch seltsam, dieser Satz von Hermann Nohl, der da heißt, das pädagogische Verhältnis geht weit über das sexuelle Moment hinaus.
das pädagogische Verhältnis geht weit über das sexuelle Moment hinaus. Und dann haben wir geforscht und geguckt und gesehen, dass er durchaus auch Praxen sexualisierter Gewalt, das wird er nicht so nennen, sozusagen auch befürwortet. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Und erstmal, was kann unter Gewalt verstanden werden? Und wenn ich da Bezug nehme auf die Istanbul-Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, kann unterschieden werden zwischen physischer, sexualisierter Gewalt, seelischer Gewalt, rechtlicher Gewalt, ökonomischer Gewalt und symbolischer Gewalt. Und Gewalt kann verstanden werden als angedrohte, befürwortete oder ausgeübte Verletzung der physischen, psychischen, gedanklichen, rechtlichen, ökonomischen oder gruppenbezogenen Integrität von Menschen. Also um sozusagen das Verständnis von Gewalt, was ich aber noch spezifizieren werde, deutlich zu machen. Bei irgendwie ist das komisch mit diesen Strichen um. Also, das, wo finden wir Gewaltausübung, um das vorwegzunehmen, bei in der Theorie von Hermann Nohl? Bekannt ist seine Aussage, dass er einerseits für die sogenannte Rassenhygiene, für die sogenannte Eugenik eintritt und dann sagt, die Pädagogik hat hier die Aufgabe der Auslese als zentrale Aufgabe der Pädagogik. Er befürwortet Zwangssterilisierungen, er befürwortet insgesamt die sogenannte Eugenik und sogenannte Rassenhygiene. Er befürwortet den Ausschluss von Juden und Jüdinnen aus Deutschland. Er befürwortet, so meine These, sexualisierte Gewalt zwischen Pädagogen und Adressatinnen. Und er hat insgesamt ein manipulatives pädagogisches Verhältnis, was in seiner Idee des pädagogischen Bezuges eingelagert ist. Um es sozusagen zu verallgemeinern und dann komme ich zur Person und zum Werk von Hermann Nohl. Das, was ich glaube, bei jeder pädagogischen Theorie untersucht werden sollte, ist die Frage des Menschenbildes. Wie wird die Gleichwertigkeit, Ungleichwertigkeit aller Menschen gesehen? Welches Gesellschaftsideal wird angestrebt? Das ist insbesondere deswegen, weil Nohl von den drei pädagogischen Bewegungen spricht und sein Ideal ist der Faschismus. Und das werde ich noch in Relation zum pädagogischen Bezug setzen. Wie analysiert er die gegenwärtige Gesellschaft? Welche Veränderungsbedarfe sieht er? Welche Rolle schreibt er der Pädagogik in der Gesellschaft hinzu? Was versteht er unter Pädagogik? Und was mir auch sehr bedeutsam ist, wie ist die Frage der Aushandlung zwischen PädagogInnen und Adressatinnen geklärt? Und welche Methoden? Ein Schaubild, was ich öfter zeigen werde, ist, wenn Sie die unteren drei Bilder sehen, die unteren drei Wörter, einmal Pädagogin, Erwachsene, Kind, Jugendliche, Adressatin aktuell und Kind, Jugendliche, Adressatin zukünftig und ideal. Das ist sozusagen, sind die drei Elemente erstmal nur des pädagogischen Bezuges. Unter pädagogischem Bezug, schreibt Nohl, sieht er das Kind, die jugendliche Person in seinem jetzigen Zustand und gleichzeitig das Bild des Kindes, jugendlichen Adressatin in seinem zukünftigen Bild als ideales Zukunftsbild, als erwachsene Person. Und er ist auch bekannt für seinen Satz, wir sollen die Jugendlichen erst sehen als Personen, die Probleme haben und dann erst als Personen, die Probleme machen. Und diese ja erstmal interessanten, sympathisch erscheinenden Aussagen, die immer noch eine hohe Akzeptanz haben, zum Beispiel in der akzeptierenden Jugendarbeit mit rechten, rassistisch eingestellten und handelnden Personen. Erst die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, AdressatInnen mit ihren Problemen und dann, wie sie Probleme machen. Dieses scheinbar kluge pädagogische Prinzip
ist auch, beruht eben auf diesem Zitat von Hermann Nohl. Und leider ist es aber so, wie eine Studie von Christian Feil zu Aussteigern im Bereich Rechtsextremismus zeigt, ist, dass die adressatenorientierte Jugendarbeit vielfach nur sich auf die Probleme konzentriert, die die rechten Aussteiger haben. Hermann Nohl ist in der Geschichtsschreibung eine bedeutsame, mittlerweile umstrittene Person in der Geschichte der Pädagogik in Deutschland, wird in vielen Büchern als Klassiker angesehen, als Klassiker der Sozialpädagogik, der Pädagogik, als Großvater aller geisteswissenschaftlichen Sozialpädagogen. Und die geisteswissenschaftliche Pädagogik, wird gesagt, wurde bis 1980 als maßgebliche Pädagogik in der deutschen Sozialpädagogik vertreten. Also eine höchst einflussreiche Person, die in seinen Ideen vielfach zitiert wurde, vielfach affirmativ, unter anderem von der lebensweltorientierten sozialen Arbeit Hans Thiersch, der sich aber mittlerweile auch von Nohl etwas distanziert hat. Die Bedeutung von Nohls Werken ist unter anderem in den Geschichtsbüchern der sozialen Arbeit, der Sozialpädagogik, wo er als wichtiger Autor dargestellt wird. Und ich befürchte, dass er weiter mit seinen Theorien grundlegend für viele aktuelle Theorien sozialer Arbeit auch noch ist. Zur Person von Hermann Nohl. Er wird als Sohn eines Gymnasiallehrers geboren. Die Mutter, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was sie gemacht hat, was nicht gut ist, dass ich das nicht weiß. Er hat studiert, Studium der Philosophie, Germanistik, und er ist unter anderem ein Schüler und Assistent bei Wilhelm Dilthey, Habilitation in Jena, Kontakte zur Jugendbewegung, Reformpädagogik. Dann, er nahm am Ersten Weltkrieg teil und war da sehr enttäuscht, vor allem von der Niederlage Deutschlands. Er engagiert sich danach im Bereich der Volkshochschulen. Und hier ist, glaube ich, ein zentraler Movens bei Hermann Nohl festzustellen. Ein zentrales Ziel seiner Pädagogik, so die Analyse von Benjamin Ortmeier, der maßgeblich alle Werke von Hermann Nohl dokumentiert hat im Projekt Ad Fontes und die analysiert hat. Benjamin Ortmeier war Leiter der Forschungsstelle NS-Pädagogik und hat da viele Pädagogen aus dem Nationalsozialismus, vier insbesondere, untersucht und hat da breit zu veröffentlicht. Und ich kann ein Dokument, ein großes, zu Hermann Nohl, was frei verfügbar ist, auch noch in den Chat gleich stellen. Er hat dann einen Ruf auf einen Lehrstuhl für praktische Philosophie und Pädagogik in Göttingen bekommen, der später in ein Ordinariat für Pädagogik umgewandelt wird. Also vielfach wird gesagt, er ist der erste ordentliche Pädagogikprofessor in Deutschland. Gemeinsam mit Ludwig Pallert gibt Nohl das fünfbändige Handbuch der Pädagogik heraus, dann noch Grundlagentexte, veröffentlicht er separat die pädagogische Bewegung in Deutschland und seine Theorie. Dann wird er 37 zwangsemeritiert aufgrund einer leichter Kritiken am Nationalsozialismus. Er zieht sich dann zurück. 45 setzt er sich für die schnelle Wiedereröffnung der Universität Göttingen ein, gewinnt nochmal bedeutenden Einfluss auf die Nachkriegspädagogik. Unter anderem, er gilt als der Begründer der Göttinger Schule, ordentlich emeritiert, 49, 60 stirbt er in Göttingen. Während des Nationalsozialismus wurde er unter anderem in der Gilde Soziale Arbeit als pädagogische Autorität angesehen und er wird eben weiter noch als Klassiker der Pädagogik unkritisch zitiert und auch als Begründer der Göttinger Schule. Das, was ich im Folgenden herausarbeiten möchte, ist, dass ich vorschlage, dass die enge pädagogische Idee, Pädagoge, Adressatin, erweitert wird, zusammengedacht wird mit seinen gesellschaftspolitischen Vorstellungen, mit der Rolle, welche der pädagogischen Bewegung in Deutschland gegeben hat, weil er gibt der Rolle der Pädagogik einen zentralen Auftrag, und zwar
die Stärkung der deutschen Jugend, wie er es nennt, des deutschen Volkes und insbesondere der Jugend, die er erziehen will, zu Stärke, Selbstbewusstsein und sicher auch zu geschlechtsspezifischen Rollenverteilungen. Themen sind geisteswissenschaftliche Pädagogik, da werde ich im Einzelnen noch drauf eingehen. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik nach Diltay und dann auch nach Noel geht von wissenden Pädagogen und Philosophen, ähnlich wie bei Platon, aus. Und sie gehen davon aus, dass alle Menschen einen Kern haben und alles im Äußeren sichtbar ist. Und die Menschen sollen zum Wahren, Schönen und Guten geführt werden, was immer eine Trennungskonstruktion bedeutet, eine Abwertung des als unwahr, hässlich und bösen Angesehenen und in Betonung des Positiven immer halt auch etwas Negatives behauptet und abwertet. Ein Zitat von Hermann Noel: Das Verhältnis des Erziehers zum Kind ist doppelt bestimmt von der Liebe zu ihm in seiner Wirklichkeit und von der Liebe zu seinem Ziel, dem Ideal des Kindes, beide aber nur nicht als getrenntes, sondern als ein einheitliches. Aus diesem Kind machen, was aus ihm zu machen ist, das höhere Leben in ihm entfachen und zu zusammenhängender Leistung zu führen, nicht um der Leistung willen, sondern weil in ihr sich das Leben des Kindes vollendet. Also, ich gehe nochmal auf diese Folie zurück. Also der Pädagoge sieht das Kind, wie es jetzt ist oder nicht, wie es jetzt ist, sondern wie er, und er redet nur von männlichen Personen, wie also Pädagoge, Pädagogin das Kind, Jugendliche jetzt sieht, also nicht wie es ist ja die Frage, wer kann, wer darf es beschreiben, vor allem auch, was sagt das Kind dazu, wie es sich sieht. Und Pädagoge, Pädagogin sieht das Kind, den Jugendlichen, als zukünftiges Ideal. Und hier ist zu sagen, dass er jedem Kind einen Geschlechterkern zuschreibt, also einen Kern als männlich oder weiblich. Und da hat er als Ziel bei den Männern die männliche Ritterlichkeit und bei den Frauen die weibliche Mütterlichkeit und dass er halt sagt, dorthin sollen die Kinder erzogen werden, zu wahren Frauen, zu wahren Männern mit diesem Ideal. Und er sagt auch, dass jede Person einen nationalen, rassischen Kern hat. Er setzt das nicht in Anführungszeichen. Und auch da zu diesem Ideal soll die Menschen hinbezogen werden, erzogen werden. Also wenn er am Anfang sagt, wir sehen vor allem das Kind als Individuum, als Einzelperson mit seinen Problemen, dann hat er schon klar, alle Kinder sollen nachher zu einem bestimmten geschlechtergetrennten rassistischen Ideal hinerzogen werden. Und das wird nachher noch deutlich mit diesen Bildern der pädagogischen Bewegung. Pädagoge, Pädagogin, die Etymologie, die Wortgeschichte heißt wörtlich der versklavte Mann, der den ausgewählten Knaben zum Lehrer führt. Das ist sozusagen eine der gängigen Worterklärungen des Wortes Pädagoge. Und das Prinzip bei Platon und auch bei Noel ist, dass es ein Top-Down-Prinzip von Erkenntnis und Anweisung gibt, denen die unwissenderen jungen Menschen Folgen leisten sollen. Konkret heißt das, dass geisteswissenschaftliche Pädagogik durch diese Idee, dass die klugen männlichen weißen Philosophen nicht versklavten Männer bestimmte Jugendliche, in der Antike nur Jungs, die als gesund, nicht behindert, klug galten und die Pädagogen schön fanden, wählen diese aus und formen sie nach ihren Idealen. Und die klugen Philosophen, die auch Pädagogen sind und Staatslenker, sagen dann anderen, was sie tun sollen, mit der Idee, was die Philosophen als klug angesehen haben, ist für alle, ist für das ganze Volk gut.
Also eine klare Hierarchisierung der klugen Erwachsenen und der noch lernbedürftigen jungen Menschen. Also denke ich, dass wir dieses pädagogische Verhältnis, den pädagogischen Bezug zusammen mit dem Ideal, was Nol entwickelt, der Vorstellung einer gelingenden Gesellschaft in einem Territorium. Und für Nol ist das Deutschland, was rassistisch konstruiert, stark, selbstbewusst und kämpferisch nach innen und außen ist. Weiter auf die geisteswissenschaftliche Pädagogik kann ich noch eingehen. Sein Verhältnis zum Nationalsozialismus. Jede pädagogische Bewegung verläuft in drei Phasen, das ist ihr Gesetz. Der zentrale Begriff der ersten Phase ist für Nol Persönlichkeit, der zweiten Phase die Gemeinschaft. Zur dritten Phase, die dialektisch die zweite und dritte Phase in sich aufhebt, führt Nol aus. Das Schlagwort dieser dritten Phase ist nicht mehr Persönlichkeit und Gemeinschaft, sondern Dienst. Das heißt, die tätige Hingabe an ein Objektives. Und das ist jetzt aus Folien von Benjamin Ortmeier. Und in einem Buch, was Ortmeier zitiert, sind eben die Bilder dieser drei Phasen geschildert. Erst die erste Phase, Weimarer Republik, Gleichheit, Gehorsam, Obrigkeitsstaatlichkeit, dann die freiere Jugendbewegung und als letztendlich großes Ziel die Hitlerjugend, die marschiert. Also Ziel der Pädagogik war Dienst am Volk, Dienst am Nationalsozialismus. Das Besondere bei Nol ist, dass er einerseits sich gegen physische Gewalt, zum Beispiel in Jugendheimen, ausgesprochen hat in den 20er Jahren und gleichzeitig eben diese Idee der Herrschaft des Nationalsozialismus sozusagen befürwortet hat. Dass er einerseits die Jugendbewegung, die ja auch etwas Freiheitsliebendes in Teilen, in vielen anderen Teilen nicht hatte, und dass er dann aber diese klare Zielvorstellung hin zum Nationalsozialismus entwickelt hat. Im Buch Charakter und Schicksal, was immer noch auch in neuerer Auflage gedruckt und verbreitet wird, aber ohne diese Fotos, heißt es in der Ausgabe von 1938, die Fotografien, die wir vorlegen, brauchen keine Erklärung. Sie zeigen den Wandel und seinen dialektischen Sinn deutlicher, als es jedes Beschreibung machen könnte. Also er sagt ganz klar, Ziel ist eben diese nationalsozialistische Orientierung und alle sollen letztendlich dem Nationalsozialismus dienen. Jene, die noch mitmachen dürfen. Und klar ist, dass diese Bilder die Identifikation von Nol mit der Hitlerjugend und dem Nationalsozialismus eben befürwortet. Ortmeier fasst die Recherche und Dokumentation aller von ihm vorfindbaren veröffentlichten Texte, Skripte, Briefe folgendermaßen zusammen. Nol selbst hat an keiner Stelle seine eigenen Publikationen kritisch unter die Lupe genommen, hat niemals seine rassistischen und pronationalistischen Passagen hinterfragt oder zum Gegenstand der Diskussion gemacht. Das entsprach einer Mentalität, die, Zitat Nol, das Wühlen in Schmutz und Blut der Vergangenheit in einem Brief an Elisabeth Blochmann ablehnt. Was sagt er zum Thema Rassenkonstruktion? Ich zitiere: Die entscheidende Ursache für die Rassebildung, das heißt die Verwandlung der Anlagen selbst, ist nicht die Mutation, sondern die Auslese. Hier allein können auch Eugenik und Pädagogik einsetzen. Solche Auslese verlangt aber zugleich, wie der bekannte Rassenforscher F. Lenz auf der Naturforschertagung in Stuttgart sagt, ein geistiges Klima, worin Menschen von Einsicht, Initiative und Leistungsfähigkeit gedeihen. Nol sah die Aufgabe der Pädagogik auch noch im Jahr 47 darin, neben der Eugenik die Aufgabe der Auslese im Kontext der Rassebildung zu übernehmen. Wer war jetzt dieser Lenz? Lenz war einer der Haupt,
Mitarbeitenden, die das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, welches halt die Zwangssterilisation für viele Gruppen, die als krank und behindert angesehen wurden. Aber wie Sie vielleicht wissen, wurden auch andere Gruppen zwangssterilisiert. Afrodeutsche Personen wurden zwangssterilisiert, Roma und Sinti wurden zwangssterilisiert. Und später ist es dann eben halt auch zu den Krankenmorden, wurden diese ausgeübt. Deutlich wird, dass Mohl ein überzeugter Rassetheoretiker ist, obwohl er die schrecklichen Wirkungen der Rassetheorien, insbesondere zur Zeit Kolonialismus und Nationalsozialismus, erwiesen waren, geht Noel auch in weiteren Auflagen des Buches Charakter und Schicksal von Rassetheorien aus und begründet seine Forschung folgendermaßen. Wenn man heute an die Rassencharakteriologie herangeht, wird man dreierlei feststellen müssen. Erstens, Rasse ist kein biologischer Begriff, kein geschichtlicher. Die Biologie entscheidet über ihre Bestimmung und ihre Gesetze. Jeder Schritt von der Biologie weg führt zur Willkür. Zweitens, unter Rasse versteht man Körperformgruppen mit einer Anzahl von charakteristischen erbgleichen Merkmalen. Diese Merkmale sind nicht von innen her strukturell verständlich, sind aber in einem Typus anschaulich verbunden. Und in diesem anschaulichen Typus ist der Leitfaden. Und der führt das noch weiter aus und er sagt eben, alle seelischen Qualitäten, wenn sie Rasseeigenschaften sein sollen, existieren für uns zunächst nur in unmittelbarem Zusammenhang mit der äußeren Erscheinung und werden durch solche äußeren Züge ausgerückt, Tempo, Rhythmus, Gewicht, Haltung, Stimmung. Das ist nicht bloße Sprachsymbolik, sondern gründet in der untrennbaren Einheit von innen und außen, die die Rassen trennen, als die Art, in der diese Inhalte in ihnen Gestalt gewinnen. Wer sich also Noels Texte anschaut nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und im Nationalsozialismus, wird zweifellos erkennen, dass Noels vorrangiges Ziel neben der Etablierung der Eigenständigkeit der Pädagogik die Stärkung des sogenannten deutschen Volkes im Sinne der deutschen Bewegung und eines bestimmten Volksideals war. Und das entsprach eben den Idealen der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und die kann achtfach bestimmt werden, wenn man deren Ideale anschaut. Die haben unterschieden in jüdisch und nicht-jüdisch, haben das Arischsein bevorzugt. Sie haben Roma und Sinti ausgeschlossen, afrikanische Personen. Die deutsche Staatsangehörigkeit war Voraussetzung für die Mitgliedschaft, die ideologische Zustimmung. Menschen durften nicht als krank und behindert gelten. Menschen sollten arbeitsfähig sein. Und sie sollten nützlich für die militärisch-ökonomischen und sozialen Interesse des nationalen Sozialismus sein. Ich würde hier gern eine kleine Pause machen. In dem Sinne, gibt es bis hierher inhaltliche Rückfragen, damit ich nicht komplett das Gefühl habe, ich weiß nicht, wo sie sind. Gibt es bis jetzt Fragen, die sich Ihnen stellen, Verständnisfragen? Und dann komme ich zu weiteren Teilen des Vortrags. Frau Czolek? Ja, das ist eigentlich keine Frage. Ich muss nur sagen, ich bin wirklich immer wieder so entsetzt. Also jetzt ist auch nochmal von Ihnen so komprimiert zu hören, dass dieser Noel so als Grundlagen für die soziale Arbeit propagiert und durchgeht. Und wenn es angesprochen wird, kriegt man die gleichen Reaktionen, wie wenn man Rassismus anspricht, Antisemitismus anspricht, Antiromaismus anspricht. So ein, als ob man ja irgendwie nicht so richtig versteht, worum es geht oder so. Sie wissen, was ich meine. Also ich bin einfach, also das so zu sehen, erschüttert mich einfach und entsetzt mich, muss ich sagen. Ja, also das, also als die Kollegin Dagmar Beinsker und ich da auch recherchiert haben, also zum einen zum Thema da sexualisierte Gewalt, wo er sich unter anderem beruft, als großes Vorbild sagt, da gibt es einen Gustav Winneken,
Und das war ein in der Weimarer Republik für sexualisierte Gewalt an ihm anvertrauten Jugendlichen verurteilten Straftäter. Und denen sagt er, das ist das große Vorbild, also was man ganz klar so deuten kann, dass er sexualisierte Gewalt, sexuelle Handlungen zwischen Pädagogen und Pädagoginnen befürwortet. Und aber auch eben, wo ich auch von erschreckt war, wie er den Nationalsozialismus befürwortet, wo er sagt, das ist das große Ziel der Pädagogik. Die Aufgabe der Pädagogik ist Auslese, was ja ein furchtbarer Satz ist, gerade vor dem Hintergrund, dass wir wissen, wer da alles ausgewählt, verfolgt und ermordet wurde. Und dann auch noch in der Nachkriegszeit im Wissen, wie viele Juden und Jüdinnen, Roma, Sinti, kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen in Anführungsstrichen, andere verfolgt und ermordet worden sind. Und dann noch weiter zu schreiben, die Aufgabe der Pädagogik ist Auslese. Das fand ich auch zutiefst schockierend und mich hat auch schockiert, in wie vielen Büchern immer noch gesagt wird, also das ist wirklich ein cleverle, der hat die Selbstständigkeit der Pädagogik sozusagen hervorgebracht. Und das Schlimme ist möglicherweise, das ist jetzt eine etwas bittere These, dass er nicht, obwohl er rassistisch, antisemitisch, behindertenfeindlich und so weiter war, sondern dass er, weil er so antisemitisch, rassistisch eingestellt war, so bekannt geworden ist. Und auch weiter dann hat er ja die Göttinger Schule, Klafki, ja, und andere mitbegründet, die ja auch gute kritische Sachen gemacht haben mit den epochaltypischen Schlüsselproblemen. Aber dass erst seit den 90er Jahren, vor allem mit dem Arbeiten von Benjamin Ortmeier, da das so kritisch angegangen worden ist und auch immer noch Leute ihn in Theoriebüchern sozialer Arbeit als grundlegenden Sachen, der zwar einige Sachen ein bisschen problematisch gesagt hat, aber letztendlich doch ein wichtiger Begründer war, ist erschreckend. Ja. Gibt es weitere Eindrücke, Kommentierungen, Fragen? Gut, dann werde ich fortfahren und dann noch zu anderen Themen was sagen. Und das, was ich auch hoffe, neben den Darstellungen des Furchtbaren, und das ist weit überwiegend furchtbar, herauszuarbeiten, das ist mein Wunsch, dass eine kritische Auseinandersetzung zu einem Fragekatalog führen kann, zu einem Analysekatalog für andere Theorien sozialer Arbeit. Das ist meine Idee und ich hoffe, das kann ich nachvollziehbar schildern. Dankeschön. Genau. Also, das, was auch nicht so bekannt ist, was ich auch die letzten 5 Jahre erst mir deutlich geworden ist, dass diese NSV, die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, war die zweitgrößte Massenorganisation der Nazis mit bis zu 16 bis 18 Millionen Mitgliedern. Und so schreiben es Nolsen und Sühnker, hat diese nationalsozialistische Volkswohlfahrt hat die zentral dazu beigetragen, dass die Zustimmung der Mehrheitsgesellschaft erfolgt ist. Anders formuliert, die nationalsozialistische Volkswohlfahrt war eine der zentralen Stützen zum Entstehen und Beibehalten des Nationalsozialismus. Ohne die soziale Arbeit, die nationalsozialistische Volkswohlfahrt mit ihren Unterorganisationen, also die jüdische Volkswohlfahrt war ausgeschlossen, die kommunistische Volkswohlfahrt war ausgeschlossen. Da wurde ja in anderen Vorträgen drauf eingegangen und das hieß auch nicht Volkswohlfahrt, also die jüdische soziale Arbeit, die kommunistische soziale Arbeit von der ArbeiterInnenwohlfahrt wurde ausgeschlossen, aber andere
haben halt maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bevölkerung auch mit beim Nationalsozialismus mitgemacht hat. Also durch das Mitwirken der sozialen Arbeit ist der Nationalsozialismus mit all den Morden wirklich stabilisiert worden und wäre ohne ihn vielleicht nicht so gewaltvoll geworden. 16 bis 18 Millionen Mitglieder, zweitgrößte und eine der bekanntesten Massenorganisationen im Dritten Reich. Und Spenden, Mitgliedsbeiträge, staatliche Zuwendung, NSV hat die Arbeit finanziert. Und es waren eben die Jugendämter, das Gesundheitswesen und eben die sogenannten Volkspflegerinnen. Das ist jetzt nicht gut, dass ich muss das irgendwie kleiner machen, damit Sie das den ganzen Text sehen können. Einen Moment. Also die Arbeit der sogenannten Volkspflegerinnen, die eben in die Familien gegangen sind, die Erbgesundheitskarteien ausgefüllt haben, die Sippentafeln erstellt haben und die eben dazu geführt haben, dass Menschen in Konzentrationslager gebracht wurden, in Jugendkonzentrationslager, dass Menschen in Tötungsanstalten gebracht worden sind. Da haben eben ganz konkret die Volkspflegerinnen einen gewaltvollen Beitrag zu geleistet. Und im Wissen um den realen Beitrag, den die Volkswohlfahrt, die sogenannte, an Verbrechen gegen Juden und Jüdinnen, gegen Roma, Sinti und als behindert angesehene Menschen und andere Menschengruppen beigetragen haben. Und muss es halt eben auch analysiert werden, welchen Beitrag haben die Theorien geleistet. Und was deutlich ist, dass Nohl zentral die grundlegenden Theorien und Ideologien des Nationalsozialismus vertreten hat. Er hat, da kommen wir später noch zu, Juden und Jüdinnen als gefährliche Elemente, die nicht Teil Deutschlands sein sollten, angesehen, beschrieben. Er hat eben insgesamt das deutsche Volk rassisch konstruiert. Und er hat eben, wo ich jetzt drauf eingehe, auch sexualisierte Gewalt befürwortet. Also der eingangs zitierte Satz, das pädagogische Verhältnis geht weit über das sexuelle Moment hinaus. Wenn wir das rein analytisch sehen, wenn ich sage, das Frühstück geht weit über Müsli hinaus, dann ist ganz klar Müsli Teil des Frühstückes. Also bei ihm gehört das sexuelle Moment zum pädagogischen Verhältnis dazu und er führt das aus. Das Gefährliche dabei ist aber doch, dass hier die wunderliche Täuschung des Geschlechts in jenen Jahren durch eine Theorie der Inversion umgedeutet wird, damit aber auch der ganze Reichtum dieses Verhältnisses, in dem eben viel mehr als das sexuelle Moment enthalten ist, ausgeleert und nur noch ein missgeleiteter Trieb übrig behalten wird, der sich jetzt gerechtfertigt glaubt. Und das Gleiche gilt erst recht für den Pädagogen. Also er spricht sich dagegen aus, dass nur Trieb, nur Sexualität Teil des pädagogischen Verhältnisses ist. Und er schreibt weiter, jeder große Pädagoge ist typisch für eine dieser Formen, Sokrates und Herbart oder auch Winnicken für den erotischen, Pestalozzi für den mütterlichen, Salzmann und Ahn für den männlich-väterlichen Typus und man versteht ihre Pädagogik in ihrem eigentümlichen Aufbau nicht, wenn man in ihr nicht diesen ursprünglichen Kern mit seinen Konsequenzen spürt. Also, wenn wir uns Winnicken anschauen, er war, wie gesagt, ein verurteilter Sexualstraftäter und wenn wir uns Sokrates und Platon anschauen,
und uns in die Geschichte des antiken Griechenlandes begeben, dann war es damals üblich, zum Beispiel in Platons Gastmahl beschrieben, dass die Lehrer, die Philosophen sexuelle Praxen an Jugendlichen im Alter, männlichen Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren vornahmen. Also sexuelle Praxen waren Teil im antiken Griechenland in der Ausbildung, Bildung der ausgewählten Jugendlichen. Das spezifisch pädagogische Verhältnis, selbstverständlich doch wieder mehr als das instinktive Mutter- und Vatersein oder das erotische Band, das sich auf den werdenden Menschen richtet, um seiner höheren Form willen. Also Noll hat die Idee vertreten, dass ein erotisches und auch sexuelles Band zwischen Pädagogin und Jugendlichen vorhanden ist und Teil praktisch der pädagogischen Bildung des Heranwachsens ist. Gustav Winneken war eben verurteilt worden wegen sogenannter Unzucht an Schutzbefohlen. Oelkers hat da ein längeres Buch zu geschrieben. Zu seiner damaligen Verteidigung, das ist bundesweit, reichsweit in der Presse erschienen, schrieb er das Buch mit dem Titel Eros, in dem er über Eros und Pädagogik schrieb. Manfred Kappeler, der ja sehr bedeutsam dazu gearbeitet hat, zum Nationalsozialismus, Rassismus, Antisemitismus und Pädagogik. Und neben der Kritik der Leibfeindlichkeit der damaligen Zeit gibt es bei Winneken Aussagen vor Gericht, in denen er sexuelle Kontakte zwischen Pädagoginnen und Zöglingen als Teil des pädagogischen Verhältnisses und als sinnvoll ansieht, wenn es einvernehmlich ist und der pädagogischen Formung der Menschen dient. Möglicherweise erinnert sich die eine oder andere daran, wie der Skandal in der Odenwaldschule war, wo dann auch der Lebenspartner des Haupttäters praktisch damit konfrontiert wurde, dass eben Gerold Becker systematisch sexualisierte Gewalt an Jungen ausgeübt hat und an Mädchen, weiblichen und männlichen Jugendlichen oder wahrscheinlich vor allem an männlichen Jugendlichen bei Becker. Und dann wurde eben geantwortet, also wenn das geschehen sein sollte, dann kann es nur sein, dass die Jugendlichen ihn verführt hätten. Das fällt über seinen langjährigen Lebenspartner. Also diese Ideologie, dass bei sexualisierter Gewalt, bei Gewalt zwischen Pädagogen, Pädagoginnen und Jugendlichen, dass das damit kommentiert wird, dass es einvernehmlich war, das ist eine sehr alte Erzählung, die Pädokriminelle benutzen. Noll behauptet, dass die wahre, auch geistige Liebe der Lehrerin immer auf Gegenseitigkeit treffen würde und die Kinder bzw. Jugendlichen die Absichten der Lehrer im Rahmen sexueller Konstruktion verstehen und somit kann gefolgert werden, auch akzeptieren würden. Das Nolsche Zitat ist also auch in dem genannten, über Sokrates formulierten Sinne so auslegbar, dass sexuelle Kontakte zwischen Lehrern und Zöglingen im Kontext hebender Liebe sinnvoll und erlaubt ist. Also er sagt, die Pädagoginnen sollten als Hauptziel die höhere, die hebende Liebe haben, um den Jugendlichen zum wahren, schönen und guten zu führen. Und dazu müsse eben auch das Mittel der sexuellen Kontakte eingesetzt werden. Ein weiteres Thema ist das Thema die Feindlichkeit von als behindert angesehenen Menschen. Er schreibt zum Thema Eugenik. Von hier aus entsteht die grausame Frage an die Wohlfahrtspflege, ob sie durch ihre Maßnahmen, mit denen sie dem einzelnen Kranken oder der einzelnen Krankenfamilie hilft, nicht bloß den gesunden Familien Mittel entzieht, sondern geradezu für das Weiterbestehen und die Fruchtbarkeit der erbkranken Familie Sorge trägt. Also diese Aussage ist vollkommen kompatibel mit der furchtbaren nationalsozialistischen Hetze. Sie kennen vielleicht die Bilder, wo jemand kranke Person als behindert dargestellte Person auf dem Rücken trägt. Das Volk leidet, die athletischen, gesunden, in Anführungsstrichen, Familien leiden. Und
er führt weiter aus, aber damit kämen wir schon zur Frage nach dem, was angesichts dieser Einsichten zu tun ist, um unseren Volkskörper richtig zu gestalten. Bei diesem Umbau handelt es sich um negative und um positive Maßnahmen. Die Sterilisation der Erbkranken, die Nicht-Kastration, also kein Angriff auf die Persönlichkeit des Menschen, sondern nur eine Verhinderung seiner Zeugungsfähigkeit ist, denkt nicht das Glück der geschlechtlichen Liebe, nur die Elternschaft, eine Begründung des Gesetzes, hat Reichsminister Frick in der Ansprache über die Bevölkerung und Rassenpolitik gegeben, wie ich schon nannte. Also an anderer Stelle spricht er sich gegen den Mord Anfang der 33 aus, an als krank und behindert gesehen, und er spricht sich ganz klar für die Zwangssterilisation von als erbkrank angesehenen Personen aus. Er verweigert eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und er will eben kein Wühlen im Schmutz und Dreck der Vergangenheit, wie er das befürwortet. Also, er ist insgesamt völkisch-rassistische, behindertenfeindliche Position, gewaltbefürwortendes Konzept des pädagogischen Errors, was leider auch vielfach noch aktuell vertreten wird. Und er hat insgesamt dichotome Gruppenkonstellationen befürwortet, also immer weiblich, männlich, jüdisch, nicht jüdisch, rassisch-deutsch, nicht rassisch-deutsch, also er hat das als spezielle Form von Rassismus entwickelt. Und er hat eben den Ausschluss bestimmter Gruppen, die nicht als völkisch und für das deutsche Volk sinnvoll waren, entsprechend der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt befürwortet, dass diese Gruppen eben ausgelesen werden. Das war eben sein Credo. Also zentral ist Nohls Orientierung an ein Ideal einer antisemitisch-rassistisch definierten deutschen Volk, deren Entwicklung er in Übereinstimmung mit den nationalsozialistischen Ideen befürwortete. Er ordnete im Spannungsfeld von Individual-, Sozial-, Volks-, Nationalpädagogik stets die Gedanken der Staatspädagogik, also völkisch-nationale Gedanken, als zentral unter und sah eine zentrale Aufgabe der Pädagogik in der sogenannten Auslese von als minderwertig gesehenen Personen. Also Schlagwort ist der Dienst, die tätige Hingabe an ein Objektives. Das hatte ich schon ausgeführt. Ich möchte nun auf einige allgemeine Punkte kommen und nochmal zusammenfassen. Also das Menschenbild, das schöne, wahre, gute, wissende, von Männern geleitete, war das Ziel. Er sah Menschen als ungleichwertig an in rassistischen, krankenbezogenen, antisemitischer Perspektive. Er hatte das Ideal des wiedererstarkten Deutschlands. Er sah Deutschland in der Krise und die Pädagogik sollte beitragen, dass Deutschland sich wieder stark fühle. Pädagogik dient den Staatszielen und das Verständnis von Pädagogik ist das von wissenden, zu formenden Kindern und Jugendlichen, deren wahrer Kern eben da praktisch an ihnen herangezogen wird. Es gab keine Aushandlung zwischen Adressaten und Pädagogen und pädagogische Methoden waren auf nebulöse Weise eben so, sollten die gestaltet werden, dass sie zu den entsprechenden Zielen führt. Aber wie das genau geschehen sollte, war unklar. Und wenn wir uns jetzt diese Fragen stellen, dann möchte ich Ihnen zum Abschluss einige Fragen für aktuelle Theorien nahelegen, weil wenn diese Analyse zutreffend ist, dass eben in jeder Pädagogik auch die Frage eines Gesellschaftsideals verhandelt werden muss, und eine aktuelle Gesellschaftsanalyse da ist, mussten wir auch heute an die pädagogischen Theorien die Frage stellen, A, wie werden die aktuellen und zukünftigen Verhältnisse eingeschätzt? Welche Gesellschaftsutopie wird formuliert? Also auch wir sollten uns die Frage stellen,
welche Utopie, welches Gesellschaftsbild vertreten wir, streben wir an, weil, so meine These, in jeder Pädagogik steckt auch ein Gesellschaftsideal, ein bestimmtes Menschenbild. Und ich glaube, dass es klug ist, dass wir das reflektieren, um uns auch vor Funktionalisierungen zu schützen, die andere Ideale, andere Menschenbilder vertreten. Welche Herausforderungen ergeben sich, wenn wir zum Beispiel für das Ideal einer gleichberechtigten Gesellschaft streiten? Und wir für die Würde und die gleichen Integritäten und Rechte aller Menschen eintreten. Welche pädagogischen Anforderungen stellen sich da für uns? Wie sind aktuelle Verhältnisse hinsichtlich Erniedrigung, Knechtung, Verlassenwerden, Verächtlichmachung oder sogar Tötung von Menschen einzuschätzen? Was verstehen die von uns verwendeten pädagogischen Theorien oder auch wir selber unter Würde des Menschen, unter Verletzung, unter Erniedrigung, Knechtung, Verlassenwerden, Verächtlichmachen und Widerstand? Durch welche Mechanismen, Ideologien und Handlungen werden diese Verhältnisse hergestellt? Durch welche können sie verändert werden? Welches Verhältnis haben wir zum Verhältnis Staat, Sozialpolitik und soziale Arbeit? Also es gibt ja mindestens zwei große widerstrebende Ansichten. Also zum Beispiel der Kollege Albert Scheer sagt, soziale Arbeit ist ein staatlich beauftragter, staatlich finanzierter, durch staatliche Gesetze gerahmter Dienstleistung, die sich in der Regel und fast ausschließlich an geltende Gesetze handelt. Deswegen ist die Idee einer menschenrechtsorientierten sozialen Arbeit illusorisch. Die eine Position, wo er die ganz klare, auch noch platonische Idee vertritt, der Staat befiehlt, die unteren Instanzen führen aus, gegenüber einer menschenrechtsorientierten sozialen Arbeit, wie sie vor allem Silvia Staub-Enasconi, Nivedita Prajat oder auch ich vertreten, die sagen, in diesem Spannungsfeld der verschiedenen Mandate muss die soziale Arbeit, die Rechte aller Adressaten im Zweifelsfall dominant sein, auch gegen staatliche Aufträge. Das sind zwei verschiedene Konzeptionen sozialer Arbeit. Welches Staatsverhältnis vertreten Sie? Wie wird das Verhältnis von sozialer Arbeit zu sozialer Ungleichheit beschrieben? Welche Rolle hat insgesamt soziale Arbeit in der Gesellschaft oder soll sie haben? Also das ist auch eine der Erkenntnisse für mich wesentlich in der Auseinandersetzung mit Nohl und auch mit Hans Thiersch, bei dem ich sehr schätze bei Thiersch, dass er die Auseinandersetzung geführt hat über diese Kritik an Nohl und auch die Kritik an der Lebensweltorientierung. Das ist in dem Buch Kritisch ambitionierte soziale Arbeit nachzulesen von Julia Gebrande, Sandra Blumenfrieder und mir, wo er sich dieser Kritik an der Lebensweltorientierung stellt und auch der Frage, wieso er so oft Nohl zitiert. Und also ein Ergebnis dieser Auseinandersetzung für mich ist es, ganz genau zu lesen und unter anderem zu unterscheiden zwischen Ist- und Soll-Aussagen. Wenn zum Beispiel in einem Satz steht, die Pädagogik hilft den AdressatInnen, ist das ein normativer Satz, der eigentlich heißen müsste, die Pädagogik soll den AdressatInnen helfen? Oder ist das ein empirisch überprüfter Satz? Wir haben empirisch festgestellt, AdressatInnen, PädagogInnen schätzen die Arbeit der PädagogInnen für und mit den AdressatInnen als hilfreich an. Das ist, glaube ich, sehr genau zu überprüfen. Sind das Sollenssätze oder sind das Ist-Sätze? Wie wird das Verhältnis und die Interaktion zwischen Pädagogin und Adressatin beschrieben? Also ich finde die Theorie des pädagogischen Bezuges bei Nohl gefährlich wegen ihrer Diffusität und Überzeugungskraft. Und das will ich kurz erläutern. Also die Idee, dass Pädagoginnen, das Kind, die Jugendliche, die Adressatinnen so sehen, wie sie jetzt sind, und auch in ihrem Ideal sehen, ich befürchte, dass das unumgänglich ist.
Also wir sehen, Pädagoginnen sehen die Kinder, wie sie sind und haben auch eine Vorstellung, wohin sich das Kind entwickeln könnte. Und das kann menschenrechtsorientiert, plural, dekonstruktiv sein. Wir haben unsere Ideale und wir sehen das Kind mit unserem Blick und haben auch eine Vorstellung der Zukunft. Was aber jetzt einzuholen und zu diskutieren ist, ist die erste zentrale, wichtige Frage: Wie sieht denn das Kind sich selbst? Wie wird denn, ich gehe hier eben auf diese eine Folie, wie sieht denn das Kind sich selbst aktuell und welche Ideale, welche Vorstellung hat das Kind für die eigene Zukunft? Also, dass Pädagoginnen Kinder und Jugendliche in einer bestimmten Weise sehen und auch eine Zielvorstellung haben, ist, glaube ich, unvermeidlich. Und jetzt stellen sich aber A die Frage, wie sieht das Kind, jugendliche Adressatin, sich selber? Und B, wie will denn das Kind, jugendliche und Adressatin selber werden? Und dann stellt sich drittens die Frage, welche Idee von Aushandlung gibt es zwischen diesen Bildern, die Pädagoginnen und Kinder von sich haben, und diesen Ideen, die Kinder und Jugendliche für sich in Zukunft haben. Also ich glaube darauf, und dass, wenn das die einzige Botschaft meines Vortrags wäre, den Sie mitnehmen, wäre ich damit zufrieden. Untersuchen wir pädagogische Theorien, ob es eine Klärung gibt, wie im Kontakt Pädagogin-Adressatin Aushandlung, Selbst- und Mitbestimmung stattfindet. Gibt es da Regeln? Gibt es da Prinzipien? Noel behauptet, das, was die Pädagoginnen im Kind jetzt und in der Zukunft sehen, das ist auch gut für das Kind. Und das ist vielleicht die fürchterlichste Dominanz von Sozialarbeitern. Ich weiß, was für dich gut ist. Ich bestimme, was für dich gut ist, ohne die Adressatin zu fragen. Und auch bei der lebensweltorientierten sozialen Arbeit, da heißt es nicht mehr das wahre, schöne, gute, sondern der gelingendere Alltag. Wer bestimmt, was der gelingendere Alltag ist? In welchem Verhältnis steht das Wollen, die Ziele der Adressatin zu dem Wollen und den Zielen der Pädagoginnen oder dem vom Jugendamt, wie auch immer, bestimmten Zielen? Also die Idee der Aushandlung muss geklärt werden. Wer bestimmt da wie mit? Gibt es da Prozedere? Gibt es Regeln der Aushandlung? Und auch, welche Idee haben wir von der Idee einer gelingenden Gesellschaft im Territorium Deutschland oder auf der ganzen Welt? Welche Idee haben wir von der Würde aller Menschen und was folgt daraus für das pädagogische Tun? Meine These ist, dass bei Noel ist es klar, er hat eine faschistische Ausrichtung. Diese faschistische Ausrichtung dominiert auch das pädagogische Tun. Und so ist es, glaube ich, wichtig zu fragen auch, welche Diskurse, welche Einstellungen beeinflussen denn unser pädagogisches Tun und ist das in Übereinstimmung mit unseren Ideen von Würde, von Menschlichkeit? Und dann zu den letzten Fragen. Gibt es eine Einteilung in unterschiedliche Gruppen? Falls ja, gibt es auch pädagogisch unterschiedliche Vorstellungen, wie Menschen behandelt werden? Da haben wir leider allein aufenthaltsrechtlich bestimmte Unterteilungen, die auch pädagogisch bedeutsam werden, wenn Kinder bestimmter Staatsbürgerschaft zum Beispiel Kindergarten, Schulplätze kriegen und andere nicht, wenn wie wunderbarerweise ukrainische Geflüchtete sehr gut unterstützt werden, Menschen aus anderen Ländern aber sehr wenig unterstützt werden, dann ist das ja hochproblematisch. Und auch, also da stellen sich viele Fragen. Gut, ich hoffe, dass die Fragen für Sie anregend waren und freue mich jetzt auf Kommentierungen und Rückfragen. Vielen Dank.
Ja, Klaus Melter, ganz vielen Dank für diesen sehr, sehr reichhaltigen Vortrag. Ich habe viel gelernt beim Zuhören und auch Ihre Ausführungen am Ende fand ich sehr anregend. Also was daraus vielleicht so folgen könnte für Überlegungen in Bezug auf Lebensweltorientierung und den Umgang mit Newells Theorie. Ich würde jetzt gerne die Diskussion eröffnen und es wäre sehr schön, wenn die, die eine Frage haben, sich kurz melden oder kurz im Chat Bescheid geben, dass sie was sagen wollen. Und wenn es möglich ist, vielleicht auch kurz die Kamera anstellen, dass wir ein bisschen das Gefühl bekommen, wir sitzen zusammen und sprechen miteinander. Gibt es Fragen an Klaus Melter, vielleicht auch Gedanken, die gerade inspiriert wurden, Kommentare, der Raum ist eröffnet? Es ist immer schwer, die Fragerunde zu eröffnen, aber ich mache es einfach. Vielen Dank, Klaus Melter. Also auch ich fand das sehr, sehr interessant und auch diese Verbindung hin zu dem, was könnten wir, was sollen wir, was müssen wir tun im Hinblick auf, Sie hatten das genannt, den Analysekatalog für Theorien, also die Befragung, aber eben auch die soziale Arbeit selbst. Also ne, ich glaube, mich erinnerte das ein bisschen an die Berufsethik, an den internationalen ethischen Kodex, aber Sie hatten das auch wirklich de facto erweitert und das finde ich richtig wichtig auch. Ich habe eine Frage und bin mir halb bewusst, dass es eine sehr naive Frage sein wird, nämlich, das treibt mich um und Frau Czolek hat das auch schon gesagt, das ist schockierend im Grunde, aber es treibt mich wirklich um, dass nach wie vor in Lehrbüchern, in sogenannten Basistexten, bei bestimmten Studiengängen nach wie vor Hermann Newell als Klassiker der Pädagogik dargestellt wird, als ganz wichtige Person. Unlängst hatte ich auch YouTube-Clips gesehen, also ganz, ganz toll und ganz positiv dargestellt wird. Und ich frage mich immer, warum? Also warum wird das verschwiegen? Warum wird das auch nach wie vor verschwiegen? Und möglicherweise ist es eine naive Frage, aber vielleicht haben Sie eine Antwort oder verschiedene Antworten. Also ich glaube, dass, oder ich sag mal, und da, also die Auseinandersetzung mit Hans Thiersch können Sie auch gerne nachlesen. Also ich glaube zum Beispiel jetzt, ich konzentriere mich mal auf die lebensweltorientierte soziale Arbeit, dass zentrale theoretische Annahmen der Lebensweltorientierung von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik entwickelt wurden, die maßgeblich im 20. Jahrhundert Hermann Newell bekannt gemacht hat. Auch die Idee der Eigenständigkeit des Pädagogischen, insbesondere der Sozialpädagogik, ist sozusagen, das hat Hermann Newell entwickelt. Ja? Oder auch die Idee der anerkennenden Jugendarbeit, da ist fußt maßgeblich, und das ist ziemlich bitter, auf pädagogischen Annahmen von Hermann Newell. Und wenn ich sozusagen beides wahrnehme, das zentrale pädagogische Stützen der eigenen Theorie von einem Nazi begründet wurden, dann stellt sich ja die Frage, darf ich das? Also darf ich theoretische Elemente von einer Person vertreten, die, das ist deutlich geworden, maßgeblich nationalsozialistische, behindertenfeindliche Theorien vertreten hat. Und das ist eine wirklich zu klärende Frage. Also was muss eine oder was darf eine Person tun, damit ich sie nicht mehr zitiere? Und das heißt aber, wenn ich auch noch mal tiefer gehe, wenn ich zum Beispiel die Kritik an Newell, also ich bin radikal dafür, wir müssen Jugendliche sehen mit den Problemen, die sie haben und den Problemen, die sie machen und bei gewalttätigen Personen zuerst mit den Problemen, die sie machen. Wenn ich das ernst nehme, also nicht nur die Einschätzung des Gesamtwerkes, sondern auch meine eigene pädagogisch in ihren Grundfesten überprüfen, analysieren muss,
und da vielleicht zum Ergebnis komme, das ist ganz schön schwierig, was wir hier machen, dann ist das ein schmerzhafter, unangenehmer Prozess, den viele vermeiden. Und deswegen glaube ich, ist es so, dass Leute eklektizistisch sagen, der hat viele wichtige Sachen gesagt und ich nehme mir nur die Rosinenstücke und das andere lasse ich weg. Das ist eine Position, die Hans Thiersch vertritt. Und ich denke, wenn wir das Gesamtwerk sehen und eben sehen, dass alles im Dienste des Faschismus stand, dann finde ich es absolut mindestens kommentierungspflichtig, was er alles an Gewalt gesagt hat. Ich sage ja nicht, dass alle Ideen von Nohl falsch sind, aber Nohl zu zitieren, ohne ihn zu kritisieren, finde ich den Opfern des Nationalsozialismus und allen anderen, die Gewalt erfahren haben, durch solche Theorien unangemessen. Danke. Vielen Dank. Sind bereits weitere Meldungen? Gibt es noch Fragen, Gedanken, Kommentare? Lia Karola Czolek. Dankeschön. Da wollte ich jetzt noch mal mit Überlegungen anschließen und auch gerne Ihre Meinung dazu wissen. Ich denke, diese ganze Gesellschaft, Deutschland, in ganz vielen sozialwissenschaftlichen, politischen Traditionen, polizeilichen Traditionen und so weiter, steht in einer nationalsozialistischen Tradition. Und wenn wir gucken, wie die Bundesrepublik sich aufgestellt hat, ob das der Bundesnachrichtendienst war oder der Verfassungsschutz oder die Pädagogik und die Sozialpädagogik, da frage ich mich manchmal, vielleicht ist es auch sinnvoll, Tradition einfach abzubrechen und nicht zu versuchen, die immer wieder in ein Gebilde einzubringen. Und ich denke, Nohl, also nach dem, was ich so im Laufe meines Lebens gelernt habe, ist Nohl jetzt nicht der Einzige, der sich mit Pädagogik auseinandergesetzt hat. Und wir fußen ja immer eigentlich weltweit auf vielen, vielen Ideen. Und alles, was wir jetzt auch so entwickelt haben im Kontext sozialer Arbeit, ist ja übernational, ist ja international. Und da, ja, genau, da frage ich und da würde mich Ihre Meinung interessieren, ob man es nicht einfach lässt, so Nazis zu immer wieder theoretisch zu integrieren. Also ich finde das einen sehr guten Vorschlag. Also ich habe die letzten Jahre auch durch eine Kollegin Irina Sendlerova kennengelernt, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Irina Sendlerova hat mit Kolleginnen, mit der jüdischen Organisation Jegota, wurden über 2500 Kinder aus dem Warschauer Ghetto herausgeschmuggelt und sie war inspiriert von Frau Radlinska. Und Radlinska ist die Begründerin der polnischen sozialen Arbeit. Und eine Frau Radlinska im Zusammenwirken mit der Praxis von Irina Sendlerova und ihrer Gruppe ist meines Erachtens viel klüger, viel weitreichender als die Theorien von Nohl. Also Irina Sendlerova hat zum Beispiel maßgeblich die Bedürfnisse von Menschen ins Zentrum pädagogischen Handelns gestellt. Sie hat, wenn sie die Eltern gefragt hat, darf ich ihr Kind mitnehmen, ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich kann es erstmal hier aus dieser bedrohlichen Mordsituation retten, seid ihr bereit dazu? Also da gab es Formen von Aushandlung, wo sie sagt, ich habe das anzubieten,
kann wenig garantieren. Wollt ihr das? Also es gibt eine Idee von Aushandlung und zentral war, dass Menschen eben nach ihrer Bedürftigkeit und ihren Interessen praktisch in Interaktion mit der sozialen Arbeit standen. Und ich würde mich sehr stark dafür aussprechen, dass wir uns vor allem mit diesen Frauen beschäftigen, die eben auch ein widerständiges Verhältnis zum Staat hatten. Also weil, und das ist, glaube ich, auch eine Schwäche vieler Theorien der sozialen Arbeit in Deutschland, die wir hier vertreten, dass eben ein nicht thematisiertes Verhältnis zum Staat oder ein affirmatives Verhältnis zum Staat sozusagen gelehrt wird. Und das heißt ja nicht, dass jegliche staatliche Kooperation abgelehnt wird, dass aber das analysiert wird, was macht die soziale Arbeit, wenn zum Beispiel staatliche Interessen der Menschenwürde der Adressatin oder unseren Überzeugungen widersprechen. Also ich finde es sehr spannend, an solchen Ideen und Theorien weiterzuarbeiten und die im Zentrum der Auseinandersetzung zu stellen. Und ich glaube, dass wir da einen großen Nachholbedarf haben. Ja. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich gucke noch mal durch die Kacheln durch, ob es noch Meldungen gibt oder ne, Sie können sich auch einfach anstellen und äußern. Noch so Zeit für zwei Fragen. Oder vielleicht auch, wenn Sie einfach noch mal was loswerden, was angeregt wurde, jetzt auch im Laufe der Diskussion. Mich treibt noch etwas um, aber das, es hat mit der Thematik und mit der Kontinuität zu tun. Diese Frage stellt sich ja heute auch immer wieder. Also das eine ist, zitieren wir NationalsozialistInnen? Meine Haltung wäre auch die, dass man sagt, man kann es doch auch sein lassen. Und Herr Melter, wie Sie das gerade ausgeführt haben, es gibt ja andere. Und die andere Frage in der Gegenwart ist ja auch, also zitieren wir Personen, deren Werke rassistische, antisemitische und Elemente oder Hauptelemente oder Teilelemente beinhalten und wie gehen wir damit um? Also das ist sozusagen ja auch im Kontext aller Bezugswissenschaften der sozialen Arbeit aktuell eine Thematik. Und bislang wird es gelöst, naja, irgendwie schon, wenn es sein muss, dann aber mit einer Fußnote, also ohne Kommentierung auf keinen Fall. Wie würden Sie das sehen? Also so in gegenwärtigen Diskursen, wo es um Antisemitismus geht, um Rassismus geht. Also mein Kollege Sandro Blimitz-Rieder hat, ich weiß nicht, ob der von ihm stammt dieser Satz, diesen Spruch, setze ich erstmal hin, es könnte schlimmer kommen und ich setzte mich hin und es wurde schlimmer. Also es gibt ja, wenn wir uns das anschauen, wenn wir eine antisemitismuskritische, eine rassismuskritische Analyse sowohl der Gesellschaft als auch der sozialen Arbeit machen, dann gibt es ja auch aktuelle Studien, unter anderem von den Kolleginnen Jagusch und Gille, die nachweisen, dass eben auch die Diskurse der neuen Rechten, der AfD, auch Einfluss haben. Nicht komplett, nicht durchgängig, gibt es auch Widerstände, aber auch zum Beispiel auf Praxen der Jugendsozialarbeit. Und wenn wir uns anschauen, also nehme ich zum Beispiel den Mord an Mohamed Lamine Dramé in Dortmund, und wie wenig Diskurse da aus der sozialen Arbeit zu gefolgt sind hinsichtlich auch der Frage, wie arbeiten wir mit einer Polizei zusammen, die in einer Jugendhilfeeinrichtung einen Jugendlichen, der uns anvertraut wurde, praktisch getötet worden ist. Also das eine ist, dass es, glaube ich, notwendig ist, den Rassismus, Antisemitismus in den Texten deutlich zu machen und auch wirklich Texte zu suchen, die eben nicht Antisemitismus, Rassismus, Sexismus weiter stärken. Und
Ich denke, also wenn ich jetzt an Null denke, dann kann eine kritische Auseinandersetzung sinnvoll sein, um zu erkennen und auch herauszuarbeiten für uns selber, wie kann denn eine gerechtigkeitsorientierte Pädagogik aussehen. Also da bin ich durchaus für auch kritische Texte, aber dann auch zum Teil auch ganz sicher mit Streichung. Also das N-Wort, Z-Wort darf nicht, muss auch nicht in den Texten stehen. Und wir uns aber auch damit auseinandersetzen, wie ist denn, das kommt ja in späteren Vorträgen, zum Beispiel, wie ist die Kontinuität der Pädagogik mit schwarzen Deutschen seit Kolonialpädagogik über NS-Pädagogik bis Nachkriegszeit bis heute? Oder wie ist die Pädagogik mit Roma, Roma, Sinti, Sintetza von 1800, 1920 bis heute? Das sind ja auch die pädagogischen Ideen der Sondereinrichtungen, die ja auch in der Nachkriegszeit noch weiter kontinuierlich ausgeübt wurden. Also es geht meines Erachtens sowohl um eine kritische Auseinandersetzung mit den Theorien und aber auch die pädagogischen Praxen, die sich ja immer noch in Sondereinrichtungen niedergeschlagen haben. Also jetzt gibt es in Bielefeld, habe ich gehört, eine Einrichtung für Roma und Sinti aus der Ukraine, eine eigene Einrichtung. So, und also das, also ich befürchte, dass wir sehr viel zu tun haben. Es gibt auch viele kritische, widerständige Geister. Aber wenn ich das Verhältnis von Dominanzgesellschaft zu Widerstand eingehe an, oder versuche zu analysieren, so wie es auch die Kollegin meinetwegen Judita Prajat oder auch Sie, Frau Perko, Frau Czolek und andere machen, dann, also dann ist die Situation doch ja leider dramatisch, befürchte ich. Und da ist aber was sozusagen die Handlungswilligkeit, die Akutheit der Auseinandersetzung mit diesen Themen scheint mir nicht durchgängig verbreitet zu sein. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind, haben uns etwas verkleinert, aber hätten noch Zeit für eine letzte Frage. Jetzt würde ich noch eine stellen, wobei das schließt ein bisschen an Dinge an, die schon gesagt wurden. Genau, wir machen diese Vorlesungsreihe ja auch, weil es genau diese Frage umtreibt, ne, die wir auch am Ende gerade, finde ich, formuliert haben. Da ist noch viel zu tun. Wie lassen sich geschichtskritische, sensible Perspektiven vielleicht auch mehr integrieren in Lehre, aber auch in Forschung? Und gerade bei Null, aber dann eben auch gerade Tisch und Lebensweltorientierung, finde ich das wirklich komplex, wenn wir zum Beispiel das SPB 8 vermitteln. Und also gar nicht nur unmittelbar in der Geschichte sozialer Arbeit, sondern auch in Bezug auf so starke Narrative wie den des Paradigmenwechsels über das SGB 8, was sich aus der Lebensweltorientierung ergibt. Und ja, also ich erwarte jetzt natürlich keine abgeschlossene Antwort, aber vielleicht haben Sie da noch so einen Impuls. Ich finde das eine Herausforderung, sozusagen die Geschichte zu rekonstruieren und zu vermitteln und da aber auch diese kritische Perspektive ja, selbstverständlicher rein zu integrieren und eben diese sehr dominanten Erzählungen sozialer Arbeit, ne, die werden damit ja auch, verändern sich damit ja auch. So, das als Herausforderung, vor allem für die Lehre. Vielleicht haben Sie da noch einen Impuls zu. Also ich, also das, was ich immer klug finde, ist zu fragen oder zu fantasieren, was ist der Movens von TheoretikerInnen, PraktikerInnen? Also bei Hans Thiersch ist, glaube ich, schon der Movens die Idee der Möglichkeit einer gelingenden sozialen Arbeit und von gelingenderen Alltagen der Adressaten dafür einzusetzen und dass er da die Lebenswelt und die Perspektive der Adressaten ins Zentrum stellt und auch diese Ideen der Regionalisierung, der Partizipation. Ich glaube, dass das tatsächlich ja Teil von einem Paradigmawechsel war. Das würde ich analytisch so einordnen. Gleichzeitig ist aber ja das Bittere, dass zum Beispiel die lebensweltorientierte soziale Arbeit nicht mehr als eine Handvoll empirische Studien zur Frage hat,
Wie geht es denn den AdressatInnen lebensweltorientierter sozialer Arbeit? Wo sind die Studien zur lebensweltorientierten sozialen Arbeit aus AdressatInnen-Sicht? Gibt es eine Handvoll, also zum Beispiel das Buch von Frau Pohl zu Gefängnissozialarbeit, gibt einige wenige, aber im Verhältnis zu dem, wie es verbreitet ist, wie viel Geld da reingesteckt wird und auch zur Tatsache, dass es keine, bis auf einen Text zum Thema Menschenbehinderung, wo Tiersch was zu geschrieben hat, keine systematische Klärung, wie wird denn Selbst- und Mitbestimmung ausgehandelt hat. Und das ist in gewisser Weise gefährlich, wenn behauptet wird, wir sind lebensweltadressatenorientiert, aber wir haben kein analytisches Konzept, keine Methodik von Selbst- und Mitbestimmung. Also es wird etwas behauptet zu tun, ohne zu wissen, wie wir es tun und ohne den Nachweis, dass wir es tun. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch von Pädagogik als Wissenschaft. Und auch nicht der Profession als Menschenrechtsorientierung, die wir laut Ethikkodex oder auch laut Gesetz vertreten müssen. Das ist keine Option, finde ich gut, nicht gut, müssen wir vertreten. Und wenn wir es müssen, dann müssen wir uns auch überprüfbar machen, ob wir es tun. Und wie machen wir das? Durch empirische Studien, durch Befragung von Adressatinnen. Da sind wir auch als Forscherinnen, da schließe ich mich ein, da haben wir eine Aufgabe vor uns. Vielen Dank. Wir enden pünktlich. Miriam Wurzlaff schrieb gerade noch im Chat, sie hat noch eine kurze Anmerkung zum Schluss und dann würden wir für heute hier enden. Ich übergebe noch einmal das Wort an Miriam Wurzlaff. Das ist nett, danke. Es würde ein anderes Fass aufmachen. Ich gebe nur noch mal so einen Gedanken vielleicht mit, vielleicht kann man irgendwann noch mal daran weiter nachdenken, weil ich würde gerne einfach noch so ein Unbehagen formulieren, was mich umtreibt, im Sinne von, das eine ist ja, oder ich finde es total wichtig zu überlegen, wie kann ich, was kann ich beitragen für eine kritische Geschichtsschreibung, soziale Arbeit, Noel kritisch zu thematisieren und so weiter. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen die Befürchtung oder frage ich mich, welche Zielgruppe, welche Studierende stellen wir uns dabei eigentlich vor? Und ich merke so in mir selber eine Veränderung. Früher habe ich gedacht, okay, es sind Leute, die sind kritisch interessiert, die ja, es wird sie auf eine Art sensibilisieren und so weiter. Und heute bin ich auch an einem Punkt, wo ich denke, inwiefern gebe ich manchen Positionen damit aber auch erst Futter, dass sie ihre Standpunkte erst nochmal ja, fundieren, theoretisch belegen und so weiter können. Und wie gehen wir auch mit diesem Unbehagen, mit diesem Spannungsfeld, würde ich es mal nennen, um? Das ist etwas, was mich in Bezug auf das Thema heute und sowieso sehr umtreibt. Also in diesem Semester hatten wir auch was, kritische Geschichte sozialer Arbeit. Und dann ging es auch, also meine These ist ja, dass wir stets auch unsere eigenen Familiengeschichten und unsere Zugehörigkeiten mitverhandeln, wenn wir die Geschichten von anderen thematisieren. Dann wurden die Studierenden gefragt, was nehmen sie mit aus dieser Auseinandersetzung persönlich für sich, Kritik von Kolonialismus, von Nationalsozialismus, Nationalismus, was bedeutet das für sie persönlich, welche Erfahrungen haben sie da gemacht? Und ein Großteil oder ein ganzer Tisch antwortete, mich nervt es, dass ich im Ausland als Deutscher komisch angesehen werde. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, die sind nationalismuskritisch und gegen irgendwelche Formen von Diskriminierung. Und das hat aber nicht deren bisherigen Analysen und Haltungen entsprochen. Und es ist eine komplexe Aufgabe. Aber also meine große Sorge ist, dass wir einfach, was in vielen Geschichtsbüchern sozialer Arbeit ist, dass wir Erfolgsgeschichten sagen, Weimarer Republik, die wichtigen, starken Frauen haben es gegründet, die soziale Arbeit, der Nationalsozialismus, da wurde die soziale Arbeit funktionalisiert und danach wurde es immer besser und jetzt sind wir wirklich richtig gut geworden. Diese Erzählung ist, glaube ich, hochgefährlich. Und es sind Ambivalenzen drin. Und ich glaube, diesen Ambivalenzen müssen wir Raum geben und wahrscheinlich auch die Studierenden mit ihren Positionierungen abholen. Das ist mir nochmal deutlicher geworden, weil
die Adressatinnenorientierung macht auch im Studium Sinn, also welche Positionen vertreten die? Und genauso geht es nicht darum, die idealen Fighterinnen zu erziehen, sondern wir müssen die Studierenden mit ihren Positionen auch einholen, mit ihnen aushandeln. Es ist komplex und ambivalent, da gibt es keine einfachen Lösungen. Also kann ich ihr Unwohlsein verstehen und auch, dass die soziale Arbeit immer unterbezahlt wird. Es ist komplex und wichtig. Vielen Dank. Ich finde das ein sehr passendes Schlusswort, ne, dass wir nochmal aufrufen, auch die Spannungsfelder und Schwierigkeiten, die mit so einer geschichtskritischen Perspektive verbunden sind auf verschiedenen Ebenen. Ganz herzlichen Dank an Sie, Klaus Melter. Ich glaube, wir haben alle viel daraus mitgenommen und werden auch Ihre Verweise unter das Video stellen, dass die eine oder der andere dann nochmal nachlesen kann. Danke auch in die Runde für alle, die jetzt bis hier dabei waren und die vorhin zugehört haben, mitgedacht haben, Fragen gestellt haben. Und vielen Dank. Wir freuen uns dann, das sage ich jetzt für dich, Gudrun, und Marina Czernicki, die ein wenig früher gehen musste, mit. Freuen uns, wenn wir Sie und euch wiedersehen zum nächsten Vortrag von Eis und Domrisch. Einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.